Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Ja, am Ende der letzten Folge haben uns hier die ganzen Wachen noch ein bisschen gestört. Und wir haben es ja geschafft und in der Folge sind wir bis in den Südwesten von Hamptonshire vorgedrungen. Das heißt, wir sind jetzt hier auch wieder in unmittelbarer Nähe zu Wincaster. Und, oh nein, da kommen schon die nächsten Wachen. Hallöchen. Alles okay, ihr untersucht jetzt das Ganze. Also, ich war das nicht. Ihr könnt euch hier ruhig einmal umschauen. Und ich glaube, wir drehen auch hier jetzt am besten eine kleine Runde. Sammeln die kleinen Schätze noch ein, die hier sind. Und schließen dann auch einmal hier die Sidequest ab, damit wir hier auch in Wincaster alles zu 100% abgeschlossen haben. Und dann drehen wir hier so eine kleine Runde einmal drumherum. Und gehen dann zu der letzten Abtei, also zu dem letzten Kloster, das wir dann hier in England noch überfallen können. Und anschließend, ja, geht's dann zur Haupthandlung. Ach ja, und der Regen wieder. Das war schon wirklich seltsam mit den ganzen Wachen am Ende der Folge, das letzte Mal. Und mir ist in der Zwischenzeit noch ein bisschen was durch den Kopf gegangen. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass Bestattungen hier bei den Wikingern und auch hier von den Leuten aus dem Rabenclan, das waren ja alles Verbrennungen. Und Eivors Leiche war ja anscheinend irgendwo in den USA zu finden und er wurde nicht verbrannt. Das heißt, ich weiß gar nicht, was genau noch mit ihm so passieren wird und wie es ihn dann tatsächlich dorthin verschlägt, in die USA. Wieso kommen wir hier nicht durch? Das ist aber schade. Und wer weiß, vielleicht erfahren wir das dann mit dem Frankreich-DLC. Das war ja... Oh. Wir können auch einfach die Tür benutzen. Das war ja auch das letzte DLC. Aha. Jetzt bin ich verwirrt. Wo ist denn der Schatz überhaupt? Hier in dem kleinen Bereich. Ach so, man muss die Seite hier aufspringen. Okay. Ja, also vielleicht erfährt man das in dem Frankreich-DLC, dass Eivor irgendwie dann in die USA reist. Das ist ja auch richtig. Die Wikinger waren ja die ersten, die damals oder haben somit als erstes den Kontinent entdeckt. Also Amerika. Und vielleicht werden wir das auch noch erleben. Da versteckt sich jemand. Ist auf jeden Fall spannend. Den haben wir gesehen. Rachebotschaft, oh nein. Ja. Das sind welche, die uns auflauern. So, hier ist es abgesperrt, aber... Irgendwas können wir aufschießen wahrscheinlich. Oh nein, wir können auch einfach hier durch. Oder auch nicht. Cool, man kann das aufschießen, aber die Kisten sind im Weg. Die kann man nicht zerstören. Na gut. Dann so. Okay, und dann sind wir auch, glaube ich, schon... Nein, wir müssen noch ein bisschen hier zum See und dann sind wir auch wieder in der Nähe der Rotflechtenhöhle. Ich muss jetzt mal nachschauen. Wir haben jetzt nicht mehr viel zu entdecken. Also rein von den Sidequests und so ganz herausgefunden, was wir mit den Tafeln machen, wissen wir aber auch noch nicht. Vielleicht werde ich das mal nach der Folge auch noch nachschauen, damit wir da irgendwie nichts übersehen. Ja, da sind wir wieder in Wincaster.
eigentlich müsste es Eivor schon drauf haben, da jetzt einfach reinzugehen, sozusagen die Stadt zu infiltrieren und König Alfred im Alleingang auszuschalten. Das würde ich ihm schon zutrauen von seinen ganzen Fähigkeiten. Und er kennt die Stadt ja auch bereits, weil er ja schon mal dort war. Wäre wahrscheinlich der geschicktere Weg, als jetzt so eine riesige Schlacht zu führen. Weil in einer Schlacht wird es immer Verluste geben auf beiden Seiten. Hallo Katze. Aber ich glaube nicht, dass die Geschichte irgendwie diese Wendung nimmt. Von dem her werden wir wahrscheinlich bald alle Freunde mal zusammenrufen für diese finale Schlacht. Wir haben das ja schon so ein bisschen erwartet, dass es darauf hinausläuft. Ich denke, das kann sehr, sehr episch werden. Meine Güte, gibt es hier viele Schätze. Das ist aber im Haus, okay. Ist hier die Tür auch offen? Nein, die ist versperrt. Gut, wie kommen wir dann hier rein? Vielleicht übers Dach. Hallo Schweinchen. Ja, ich glaube, wir können hier einfach reinklettern. Oh. Oder zumindest können wir von hier dann die Tür aufschießen. Ja, Eivor möchte nicht. Dann machen wir das so. Oh, nicht so weit. Die Tür war ja hier. Sehr schön. Immer so viele Vorräte und immer so wenig Silber. Ich habe mal geschaut, wir waren bei 12.800 Vorräten. Also einer sehr, sehr hohen Summe. Ich weiß gar nicht, ob wir die jemals ausgeben werden. Und da hinten müsste dann eine kleine Sidequest sein. Man nennt mich Mistwurf Zauberbein. Viele haben es versucht, aber nie wurde ich besiegt. Denn Gott küsste meine Füße, als ich klein war, und nun bin ich flinker als eine Schwalbe. Aha. Ein Wettrennen also. Du bist ziemlich selbstsicher für ein Kind. Wärst du auch, wenn du Zauberbeine hättest? Zauberbeine? Für mich sehen die ziemlich gewöhnlich aus. Der Schein kann trügen. Kennst du Pheidippides, den großen Helden aus alten Zeiten? Der ist den ganzen Weg aus Marathon gerannt, um dem König zu sagen, dass die Schlacht gewonnen war. Und dann fiel er tot um. Tot? Vom Rennen? Es war ziemlich weit. Mädchen sollen nicht kämpfen, so sind die Regeln. Aber wie Pheidippides werde ich die schnellste Botin aller Zeiten. Also wenn die Nordleute das sächsische Heer besiegen, überbringst du dem König schnell die Neuigkeit? Diese Kümmerlinge? Wohl kaum. Also gut, willst du jetzt rennen oder nicht? Ich habe jeden anderen auf der Welt schon geschlagen. Wenn das so ist, nichts wie los. Die Frage ist nur, wohin rennt sie? Ah, großer Pheidippides, mach mich schneller! Wusch! Du bist schnell, das muss ich dir lassen. Aber nicht so schnell wie ich. Die ist wirklich flink unterwegs. Dann zeig. Kein anderer Sachse hat mich so auf Trab gehalten wie du, meine Kleine. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal verliere. Aber du rennst wie der Wind. Endlich eine Herausforderung. Freut mich, dass ich eine sein konnte. Magst du spannende Orte? Ich bin durch ganz Westsexe gelaufen und kenne ein paar gruselige und heilige Stellen. So etwas zu entdecken ist mein Lebensinhalt. Ich gebe dir mein Tagebuch. Ich nenne es die vielen wundersamen Läufe der rasenden Zauberbeine. Mach's gut. Ja, vielen Dank. Das war auch das letzte Rätsel hier in Winchester. Wo ist denn Ihr Buch? Das Lauftagebuch. Das klingt wirklich interessant. Da würde ich jetzt gerne mal einen Blick reinwerfen. Also auf ins Inventar. Und jetzt suchen wir es mal.
Wir haben schon sehr viele Runen gesammelt, wie man hier sieht. Und das hier sind, glaube ich, schon die Questgegenstände. Die Rachebotschaft, was steht da eigentlich drin? Tersa, es schmerzt mich, dir mitzuteilen, dass dein Bruder, dieser tapfere Krieger von brandschatzenden Dänen, ermordet wurde. Nimm Rache, oh mein Sohn. Oh ja, irgendjemanden haben wir wohl erwischt. Das Buch ist dann... Hier, Lauftagebuch. Schön. Erstaunliche Einsätze, die ich erlebt habe, von Mildbur Zauberbein. Auch sehr guter Name. Ich bin die beste Läuferin des Landes. Ich lief bereits durch alle Gegenden und habe so viel gesehen. Manches war fürchterlich, manches froh, manches traurig, manches seltsam. Die Rote Höhle nahe Fernham, Entfernung weit, Laufzeit ein Tag. Um dorthin zu gelangen, lief ich schneller als der Wind. Ich nahm Brot und Käse mit. Die Höhle ist sehr, sehr rot, als würden die Wände bluten. Ich hatte gar keine Angst, auch als mich ein Drache fortjagte. Ich war so viel schneller. Eine bröckelige Ruine nahe der Insel Witt, Entfernung weit, Laufzeit 2 Tage. Ein altes Haus, also richtig alt, mit abbröckelnden Wandmalereien. So nennt man sie wohl. Ich musste mich im Gebüsch verstecken, als ich ankam, weil dort viele böse Männer herumlungern. Aber ich hatte gar keine Angst, ich wäre ihnen einfach davongelaufen. Eine bröckelige Brücke nahe Kaleva, Entfernung weit, Laufzeit 1 Tag. Ich glaube, es ist keine Brücke für Menschen, sondern für Wasser. Sie ist wirklich hoch und ich bin ohne anzuhalten ganz hinaufgeklettert. Es war so hoch, aber ich hatte keine Angst. Wäre ich abgestürzt, hätten mich meine Zauberbeine abgefangen. Okay, kennen wir die Orte schon? Eine bröckelige Ruine, also die Rote Höhle, ja, da waren wir schon drin. Die bröckelige Ruine... Insel Witt und Kaleva. Da möchte ich mal kurz auf der Karte gucken, wo das denn ist. Rotflechtenhöhle nahe Fernham. Genau. Das ist genau die hier. Okay, ich glaube, die anderen Gebiete haben wir noch nicht freigeschaltet. Das könnte vielleicht hier unten die Insel sein, die sie meint. Also, ja, ich habe die gar nicht gesehen zuerst. Halten wir mal die Augen offen, dann werden wir die Gebiete auch noch finden. So, hat Harty das gehört? Ja. Das war ein ziemlich lautloser Pfiff. Ja, da sind wir auch schon wieder in Windcaster. Da im Haus gibt es auch noch was für uns. Oh, das ist... Da können wir zwar was aufschießen, aber ich glaube, um da was aufzuschießen, müssen wir das hier noch benutzen. Sehr schön. Immer die kleinen Rätsel, wie man in die Häuser kommt. Das ist immer eine nette Abwechslung. Wo ist denn der Schatz? Drei Silber. Unfassbar. Oh nein! Ich bin über ein Hühnchen gestolpert. Das ist auch nicht nett. Eine improvisierte Vogelscheuche. Okay, hier in... Das sieht aus wie eine kleine Toilette. Nein, scheint ein Lagerplatz zu sein. Erstmal weg damit. Oh, vielleicht sollten wir das nicht ins Wasser werfen. Entschuldigung, der arme Bauer. So, wir räumen das erstmal hier weg. Das ist ein bisschen zivilisierter.
3 Silber und 100 Vorräte. Na gut. Ich würde mich ja über die ein oder andere Rune freuen, aber solange das hier wenigstens alles von der Karte verschwindet, bin ich auch zufrieden und dann geht's gleich darüber zur Abtei. Von hier sieht man sogar schon, wie man in das Haus reinkommt. Sehr schön. Können wir gleich hier hochklettern. Der Hall. Und dann müssen wir auf die andere Seite. Okay. Oh, nicht zu weit runter, Eivor. Ja, manchmal macht er auch dann doch, was er will. Fünf Silber, es wird doch schon etwas mehr. Okay, und dann auf zum letzten Kloster. Und dann hoffen wir, dass es dort zu keinen weiteren Abstürzen kommt. Da hinten sieht man es auch schon. Ist das Stonehenge oder ist das irgendwie eine andere Formation da hinten? Ja, so ein schöner, ruhiger, friedlicher Morgen. Und dann wird gleich erstmal geplündert, das arme Kloster. Ist das? Das scheint ein besiegter Spieler zu sein. Da ist es auch schon, die Abtei Runkwuda. Na dann, plündern wir. Oh, auch hier mit dem Nebel, das ist echt gemein. Der krasse Berserker hier auch wieder dabei ist. Ja. Ein kleiner Flug am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Aber hier sind auch viele Schlüssel. Gehen wir erstmal hier rein. Da scheint viel auf uns zu warten. Ich brauche hier drüben Hilfe. Da ist er auch schon. Ah. Ich töte dich. Auf ihn ist Verlass. Her. Bleib bei mir! Es ist fast geschafft! Ich brech dir das Rücken! Werner ist auch da hinten. Aus dem Weg, ihr Scharfschützen! Können wir
hier von da oben einfach reinklettern, oder? Von wo kriegen wir das hier aufgeschossen? Ah, von da draußen. Da kommen wir nicht raus. Okay, aber wenn wir schon mal hier drin sind, öffnen wir diese Truhe. Möchte einer kurz? Werner, du vielleicht? Oder du? Vielen Dank. Du bist tot. Ah, hier können wir auch noch was lindern. Oh ja, 20 Rohmaterial, perfekt. Komm zurück, du Feigling! So, wenn man einmal drin war, kann man die Tür auch aufschließen. Das ist gut. So, und ich glaube, von hier erwischen wir das, wenn wir so komisch hier wieder durchzielen. Ja, perfekt. Sehr gut. Weiter plündern. Wir haben hier noch ein bisschen was. Ganz viel. Es gibt viel zu holen. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Den Schlüssel nehmen wir noch mit. Sehr gut. Wow. Der ist auch riesig. Ja, ist ja auch der von Michi. Hallo, Randwa. So, wo sind die übrigen Schätze? Wir haben noch hier oben einen. Gibt es gar keine kleinen? Doch, hier. Dann drehen wir hier unsere kleine Runde in der Kapelle. Ja, und dafür brauchen wir auch den Schlüssel. Ich brauche hier mal Hilfe. Ja, ich habe hier auch was. Irgendwie unter uns. Oh. Okay. Dann schauen wir mal, wie wir hier ins Haus reinkommen. Oh. Ja, gut, dass hier ein paar Wände einfach mal fehlen. Er hat uns gesehen. Du bist erledigt. Ah, ihr wart das. Na, da ist er auch schon. Der erste Crash. Ich wüsste auch wirklich gern, was da die Ursache für ist. Also ob es jetzt irgendwie durch Assassin's Creed selbst verursacht wird oder ob das an der Grafikkarte liegt, weil, ja, die Grafikkarte aktualisiert sich relativ häufig, also der Treiber. Aber auch Assassin's Creed Valhalla hat ja schon die ein oder anderen Patches bekommen. Naja, immerhin, für euch ist es ja nicht allzu schlimm, weil ich kann es ja in der Folge immer so zusammenschneiden, dass ihr in einem Fluss einfach weiter gucken könnt. Aber es ist dann schon seltsam, weil man einfach nie weiß, wann passiert so ein Crash. Das macht das alles ein bisschen unangenehm, das Spielen. Oder zumindest nicht so angenehm wie früher. So, ich glaube, wir sind irgendwie unten am Eingang angekommen. Da oben sind noch ein paar Feinde, aber auch die letzten zwei Schätze. Gucken wir mal, wie wir an dieser Palisade hier vorbeikommen. Gibt es da irgendeinen Eingang? Sieht nicht so aus. Okay, dann einmal außenrum.
Ah, da ist noch einer. Bleib hier. Da hat er gerade noch gelacht. So, der Schatz ist direkt dort drinnen. Ah, man kommt hier so einfach rein, das ist gut. Da liegt ein Brief, den lesen wir auch gleich noch. So, kommt rein und helft mir mal beim Plündern. Los, ich brauche hier Hilfe. Und dann fehlt nur noch ein Schatz. Gut, was steht denn hier? Blatt vom Kaleva-Diplom. Ein wahrer König ist ein christlicher König. Hört nicht auf die Angeln und Sachsen, die uns mit ihren Kriegsschwüren plagen und ihren unerklärlichen Geschichten. Der heilige Meildorf hinterließ seine Reliquiare voller großer Worte. Er hinterließ uns die Lehren von Beda und dem heiligen Wilfried. Sie füllen das Kloster von Meldunsbur und die Kirche in Redingas. Die Pilgerreisen von Maildulf und den frühen Helden des Christentums entdeckten das Land. Auf jedem Grashalm haben ihre frommen Füße ihren Geruch hinterlassen. Amen, gilt das der Weise. Aha, was für ein seltsamer Text. Habt ihr hier hinten noch irgendwas gefunden? Nein, okay. Der steht auch im Feuer. Da oben hat sich auch noch ein Scharfschütze platziert. Worauf zielen die? So, und der letzte Schatz ist dann wohl hier drin. Perfekt. Hey, komm mal kurz her. Ach, Ava ist so cool, wow. Hallo, Ranghild. Das klang so bedrohlich, als sie ins Bild gekommen ist mit ihren Speeren. Ich brauche Unterstützung. Werner ist auch dabei. Sehr schön. Okay, damit wären wir hier durch. Vielen Dank. Hrefnatopp wird sich darüber freuen. Und dann schauen wir doch mal. Hier ist soweit nichts mehr. Aber hier unten gibt es noch ein bisschen was. Okay, dann... Oh. Dieses bedrohliche Knurren. Dann einmal zu... dieser Sidequest, wobei man schon erahnen kann, was da passiert. Und dann dort zu dem Schatz. Das hier war dann die Anlegestelle. Ihr seid immer fleißig dabei mit dem Schiff. Das muss man euch lassen. Dann schauen wir mal, was für ein legendäres Tier dort auf uns wartet. Wir haben schon viele unterschiedliche Tiere erlegt. Oh! Oh! Da musste ich mir gerade mal an den Steinbjörn denken, der noch in Jürtunheim auf uns wartet. Den dürfen wir auch nicht vergessen. Der Wischtmannwald. Perfekt. Ja. Hier wird es ja noch den Schatz geben aus der Schatzkarte. Also müssen wir uns nach einem roten Baum umschauen. Ich nähere mich Wareham, tief im Herzen von Elfreds Reich. Hoffentlich ist Gudrums Plan wohl durchdacht. Ja, das hoffe ich auch. Und dann hoffe ich auch, dass wir dieses Mal einen besseren Eindruck bei Gudrum hinterlassen.
Als wir ihn ja damals getroffen haben, lief das nicht so gut. Was haben wir hier? Zwei Wölfe? Nein, Luchse sind das. Oh, und die springen auch so fies übereinander. Diese Kreatur darf kein Unheil mehr. Ein alter Luchs und ein junger Luchs, okay. Um wen kümmern wir uns zuerst? Um den alten? Aua. Wow. Was war das für ein Dropkick? Oh, die können so kleine Combo-Attacken, ich verstehe. Ich glaube, wenn wir uns um den alten Erfahrenen kümmern, ist das wahrscheinlich besser. Okay, den haben wir schon mal ausgeschaltet. Dass ihr so gefährlich seid. Die hätten sich ja auch eine sehr fiese Combo-Attacke gehabt. Böser Lux. Und wieder ein Beherrschungspunkt. Was hat Eivor gesagt? Dieses Fell sieht warm aus? Okay, sehr schön. Dann geben wir die zwei Punkte auch einmal aus. Und, hier ist gleich ein weiteres Artefakt. Wahrscheinlich ein Fluch, wenn es hier schon so einen ominösen Wald gibt. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus hier. Ah. Könnte auch eine Maske für Octavian sein. Versteckt. Oh nein. Gar nicht gut. Aha. Zum letzten hat sich natürlich noch eine Schlange versteckt. Noch zwei Artefakte. Da wird sich Octavian freuen. Das könnte nämlich auch die letzte Maske schon gewesen sein. So bedrohlich sieht dieser Wald gar nicht aus. Oh, da ist der rote Baum. Wow, es sieht sogar richtig schön aus, zumindest jetzt hier bei Tag mit genügend Sonnenschein. Wo ist denn der Schatz? Ah, das sieht gut aus. ...180 Erfahrungspunkte und Kriegstränen. Ein Tattoo für den Kopf. Okay.
da hinten scheint es ein bisschen nebliger zu werden. Oh ja. Sogar sehr viel nebliger. Räuberlager der Timor. So nah an unserem Lagerplatz? Das finde ich gar nicht gut. Diesen Wachen entgeht nichts. Oh, und schon wieder ein Beherrschungspunkt. Ja, schauen wir mal, wie wir hier reinkommen. Das sind auch richtig viele, du meine Güte. Ach, der Drachen hat einen Schlüssel. Das ist ja natürlich doof. Oh, und die haben mal richtig gute Augen. Das haben die im Nebel gesehen. Hallöchen, ihr Räuber. Von Hirnlosen umgeben! Langsam. Du kommst unter die Erde. Hierfür brauchen wir auch den Schlüssel. Okay. Haben wir den schon gelootet? Oh. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Na gut. Ein weiterer Tungstenbarren für uns. Und da hinten... gibt es noch eine kleine Truhe. Man erkennt hier einfach gar nichts in dem Nebel. Das ist ja der Wahnsinn. Da ist sie auch schon. Was haben wir denn da? Schnell an denen vorbei. So, wo war das Loch? Na, so geht das auch. Ja, und dann schnell wieder weg. Das war ja wirklich heftig mit dem Nebel. So, wieder an der frischen Luft. Ha? Wow. Und da ist auch eine ganze Gruppe... die einfach auf uns gewartet hat. Mach dich mal nützlich. Hallo, Waffenknecht. Ja. Nicht schlecht. So, wo ist der Waffenknecht hin? An und stirb! Ich lass dich bluten. So, du auch noch. Oh Mann, okay. Und dann würde ich schon sagen, war's das wieder für diese Episode. Wir haben uns runtergekämpft und stehen jetzt im Prinzip wirklich kurz vor dem Lager von Gudrum, soweit ich weiß. Das müsste das da hinten sein. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es hier mit der Hauptgeschichte in Hamtonshire weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.